Falls ihr, wie ich, ein riesen Digimon-Fan seid und Bock auf das neue Digimon TCG habt, dann schaut gerne mal bei Alternative Games vorbei. Dort gibt's Starterdecks oder auch Einzelkarten zu fairen Preisen, also baut euch euer Deck und dann let's go. Der Link zum Shop ist in der Beschreibung. Pokémon-Legenden Arceus ist ja nicht so dieses klassische Pokémon-Spiel, was wir kennen. Dementsprechend ist es ja auch nicht möglich in dem Spiel bisher, irgendwie online gegeneinander kämpfen zu können, um das Spiel irgendwie ein bisschen competitive zu machen. Es ist halt eher ein Spiel für Casual-Spieler, was ja an sich voll okay ist. Trotzdem hat Pokémon Legenden Arceus ein paar Entscheidungen getroffen und eventuell auch ein paar Sachen, nenne ich es mal, umgestellt, die doch relativ interessant fürs Competitive-Spiel werden können, wenn das in Zukunft übernommen wird. Und darüber möchte ich heute mit euch reden. Und das Thema, um das es heute geht, sind die zwei neuen Status. Und ja, ich habe es gegoogelt. Es heißt nicht Stati, es heißt nicht Statusse, es heißt tatsächlich Status. Und eigentlich sollte das Video am 1. April kommen und ich war einfach zu faul und zu kaputt, deswegen kommt das jetzt. Aber das ist kein Scherz, es heißt Status. Ihr könnt das googeln. Es ist super weird, das so auszusprechen, aber ich mache das jetzt, weil ich genau weiß, dass es manche von euch triggern wird. Es geht nämlich um Frostbrand und um den Schläfrig-Status. Bevor wir jetzt aber dazu kommen und darüber ein bisschen quatschen, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Das wird nämlich dem Kanal gut tun und dementsprechend auch mir. Und by the way, habe ich die Abonnenten jetzt auch wieder eingestellt. Das war mal nur ein kleiner Test, dementsprechend. Ja, wollt nur mal wissen, wie sich das eventuell auswirkt, wenn die eben nicht mehr sichtbar sind. Sind jetzt wieder da, also müsst ihr euch nicht mehr wundern. Okay. Wie immer würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen, falls ihr noch keinen Star gelassen habt. Die neuesten Abonnenten sind Selvenos, Expertis und Bernsteinkralle. Vielen lieben Dank an euch und falls ihr auch Bock habt, im nächsten Video eventuell erwähnt zu werden, dann lasst jetzt gerne ein Abo da und habt so die Chance auf ein kleines Shoutout im nächsten Video. Von dem her würde es mich freuen, wenn ihr ein Abo dalassen würdet, um damit den Kanal zu unterstützen. Vielen lieben Dank an alle. Und die Frage von dem Video ist, wie würde sich das eventuell auswirken, wenn wir für zukünftige Pokémon-Spiele eventuell diese zwei Status einbauen würden? Das heißt, wenn wir den Frostbrand anstatt dem Gefroren-Status haben und eventuell den Schläfrig-Status anstatt dem Schlaf-Status. Fangen wir erstmal mit dem, ich nenne es mal unkompliziert an, und das ist tatsächlich der Frostbrand. In Legenden Arceus ist es nicht mehr möglich, den Gegner einzufrieren, dass er nichts machen kann, sondern man hat den Frostbrand-Status eingeführt. Es ist jetzt einfach so, dass quasi ein Eisstrahl einfach eine etwas höhere Chance hat, den Gegner in den Frostbrand-Status zu setzen. Und das ist nicht mehr so, dass der quasi gar nichts machen kann, sondern Frostbrand ist prinzipiell einfach eine Verbrennung auf spezieller Seite. Das heißt, das Pokémon, das dann den Frostbrand-Status hat, verliert jeden Turn 1/16 seiner KP, wie eben mit der Verbrennung, nachdem sie halt quasi auf die 1/16 runtergeschafft wurde. Und das Interessante bei der Verbrennung ist ja auch, warum das Ding so gut ist. Physische Attacker verlieren 50% ihres Angriffs, während jetzt mit dem Frostbrand-Status spezielle Attacker 50% ihres Spezialangriffs verlieren. Das Ding ist quasi einfach wirklich so ein Spiegel. Auch wie eben das Feuer-Pokémon nicht verbrannt werden können, außer man cheatet da natürlich ein bisschen außen rum mit, keine Ahnung, irgendwelchen Fähigkeiten-Swaps und kein Plan und Typen-Swaps und alles. Und genau das gleiche ist quasi auch beim Frostbrand, das heißt, Eis-Pokémon können keinen Gefrierbrand kriegen. Und jetzt noch ein kleiner Unterschied, der natürlich bei der Verbrennung nicht der Fall ist. Eine Verbrennung kommt ja immer noch zur gleichen Wahrscheinlichkeit, auch wenn die Sonne da ist. Aber im Hagel ist die Chance auf Frostbrand tatsächlich noch ein kleines Stückchen höher, dass das Ganze halt auftreten kann. Und jetzt die Frage, ist das eine gute Idee oder ist das eine schlechte? Und ich muss tatsächlich sagen, beim Frostbrand finde ich, ist das eine sehr, sehr gute Idee. Denn ich weiß, auch in der Vergangenheit, wenn es ums Competitive geht, war ich immer so ein bisschen bekannt dafür, auch dass ich den Gegner gefreezed habe. Und jetzt mal ehrlich, das kam aber auch häufig vor. Und ich finde es aber gut tatsächlich, wenn man da eher einen anderen Status einbaut, weil es gibt einen guten Grund, warum jede Attacke, die potenzielle Gegner einfrieren kann, nur 10% hat. Es gibt keine Attacke, die zu 30% gefriert. Die einzige Ausnahme ist rein theoretisch Geheimpower in eben dem Umfeld von, ich glaube, so einer Eishöhle in Gen 7 war es zum Beispiel, wo man tatsächlich auch noch mit Kronjuwild auf eine 60% Freeze-Chance kommt, aber das hat nicht Competitive Online. Also online ist es nur möglich mit 10% zu freezen. Was ein Unterschied ist zu Attacken wie eben, keine Ahnung, Siedewasser. Das kannst du 30% verbrennen, aber halt jede Eisattacke kann höchstens zu 10% einfrieren. Und das ist halt ein Unterschied, weil ein verbranntes Pokémon kann es immer nutzen. Mit Fassade, mit der Fähigkeit Guts zum Beispiel. Oder eben einfach, dass es noch weiterhin angreifen kann. Aber wenn du eingefroren bist, kannst du nichts machen. Es gibt nicht mal wie beim Schlaf so eine Attacke wie, keine Ahnung, Schnarcher oder Schlafrede, dass man weiterhin was machen kann. Nein, ihr könnt nichts mehr machen,
Außer ihr habt das Glück, dass ihr zu 20% auftaucht, weil die Auftauschchance ist 20%. Also man wird zum Beispiel durch eine Feuerattacke oder durch Siedewasser getroffen, dann taucht man wieder auf oder man setzt halt selber sowas wie Läuterfeuer oder Flammenrad ein. Das funktioniert, by the way, mit Flammenrad zum Beispiel auch bei Gefrierbrand. Das hört dann auch weg. Oder bei Frostbrand, wie man es halt jetzt nennen möchte. Dementsprechend finde ich das eigentlich eine sehr, sehr coole Idee, um halt diesen nervigen Status ein bisschen wegzukommen, weil die 10% zu bekommen ist halt oftmals so die letzte Chance, die man hat. Und wenn man die bekommt, das ist halt, es ist halt schade, weil Pokémon ist, damit kann man jetzt gerne anfangen zu diskutieren, nicht wirklich ein Competitive-Spiel. Es ist zu viel Luck basiert und ich finde es gut, wenn man da Luck eben ein bisschen minimiert. Denn ein Competitive-Spiel heißt einfach nur, dass es rein um den Skill geht und das ist bei Pokémon halt nicht der Fall. Ihr könnt auch, wenn ihr eventuell schlechter spielt, durch das Luck in Pokémon immer das Glück haben, gegen einen eventuell besseren Spieler zu gewinnen und das ist halt für ein Competitive-Spiel nicht unbedingt gesund, weil natürlich soll halt eher vielleicht der Bessere gewinnen und ich verstehe es auch, dass das halt in Pokémon eben so der Fall ist, dass man da halt auch eventuell viel Luck haben kann und das halt versuchen so ein bisschen zu minimieren, indem man so einen Status rausnimmt, der halt wirklich dafür sorgt, dass ihr nichts mehr machen könnt. Also wirklich, ihr seid dann Setup-Forder, das heißt ein gegnerisches Pokémon kann sich da einfach hochboosten, wie es möchte, oder euer Pokémon ist halt einfach weg. So, das sind halt so meistens die Optionen, außer wie gesagt, ihr habt halt dieses Glück irgendwie aufzutauen, aber das ist halt nicht so geil. Und dann halt einen Gefrierbrand haben, der einfach nur sagt, ja, ihr verliert jetzt auch jeden Turn, wie mit der Verbrennung, ein bisschen KP, Spezialangriff ist halbiert und das macht das alles, finde ich persönlich, schon ein bisschen besser, denn ihr könnt noch Sachen machen, habt halt nur die negativen Teile davon und dementsprechend finde ich tatsächlich, Frostbrand ist eine sehr, sehr gute Idee und ich persönlich würde mich freuen, wenn in Zukunft für Generation 9 tatsächlich der Frostbrand-Status quasi eingeführt wird, offiziell so richtig in Main Game mit Competitive und meinetwegen kann man da auch gerne tatsächlich den Gefroren-Status rausnehmen. Ich weiß, das ist so ein bisschen fast schon Kulturgut und super viele Memes, die darüber entstanden sind, aber trotzdem, ich finde es einfach, glaube ich, ein bisschen gesünder, wenn wir diesen Status da einfach rausnehmen. Kommen wir jetzt aber zum Schläfrig-Status, denn das ist ein bisschen komplizierter und auch ein bisschen weird, weil Schläfrig ist ja eigentlich der Status, den man bekommt, wenn man von Gähner getroffen wird. Aber ja, in Legenden Arceus ist es ja auch nicht mehr möglich, so richtig einzuschlafen, sondern ihr seid im Schläfrig-Status und der sorgt einfach dafür, dass ihr manchmal einfach nicht angreifen könnt. Es ist ein bisschen wie eine Verwirrung, nur dass ihr euch nicht selber haut. Und das finde ich ehrlich gesagt gar nicht so geil, weil der Schlafstatus würde dementsprechend ja auch heißen, dass man sowas wie Erholung nicht mehr einsetzen kann. Dementsprechend fallen zum Beispiel Schlafredesets weg. Es fällt Pilzspore rein theoretisch weg. Schlafpuder, keine Ahnung, Schlummerort, falls ihr es warum auch immer mit Farbigel einsetzen wollt, wobei das nicht mal mehr funktioniert, weil Schlummerort so angepasst wurde. Erstmal, dass es 50% Genauigkeit hat, was Darkrai einfach unfassbar wehtut, dass der jetzt eher Hypnose spielt und außerdem kann Farbigel keinen Schlummerort mehr einsetzen. Also Farbigel wurde die Fähigkeit genommen, Schlummerort einzusetzen. Und das ist weird, warum man dann überhaupt die Genauigkeit runtergesenkt hat. Aber ja, wenn man den Schlafstatus runternimmt, wäre das gar nicht so geil. Ist ein bisschen weird, sodass man dann auch wieder so ein bisschen luckbasiert ist. So, wenn man es unbedingt im Spiel haben möchte, würde ich eher sagen, dass man neue Attacken einführt und die Attacken eben dafür sorgen können, dass man dann in diesen Modus quasi reinkommt. Aber ich würde persönlich nicht den Schlafstatus wegnehmen, weil das würde einfach zu viel wegnehmen, was man hier hat. Dementsprechend vielleicht so ein zusätzlicher Status, aber ich finde, das ist auch nicht unbedingt die beste Idee, weil wie gesagt, ich mag das, ja, das Grundgerüst eben von der Schläfrigkeit, nenne ich es einfach mal, jetzt nicht mit dem neuen Status, natürlich jetzt nicht das Schlafen an sich, das ist fein. Das Ding ist, das hat halt nicht so einen riesen Nachteil, weil wenn jetzt euer Pokémon meins zum Beispiel einschläfert, dann habe ich halt eine Chance aufzuwachen. Natürlich kann sich das auch ein bisschen ziehen, aber irgendwann werde ich sicher wieder aufwachen. Man kann eventuell auch, wie gesagt, mit sowas wie Schlafrede kontern, indem man einfach ein Pokémon reinwirft, was halt Schlafrede hat, das dann eingeschläfert wird und dass man das dann halt eventuell ein bisschen nutzen kann. Und ich hätte kein Problem damit, wenn der Gefrorenen-Status rausgeht, aber ich hätte ein Problem damit, wenn der Schlafstatus rausgeht. Und dementsprechend brauche ich tatsächlich den Schläfrig-Status eher nicht so, weil das hat ein bisschen was von, ihr könnt euer Pokémon nicht kontrollieren, weil ihr zu wenig Orden habt und deswegen kommt der Angriff nur manchmal durch und das ist ein bisschen schade, weil es nimmt halt doch wieder so ein bisschen mehr, ja, Competitive ist wieder zu sehr luckbasiert dann wieder und das finde ich tatsächlich nicht so gut. Dementsprechend finde ich den Frostbrand-Status, der ist gut, den würde ich gerne in den Spielen sehen, aber den Schläfrig-Status ehrlich gesagt nicht. Von dem her würde es mich jetzt mal natürlich euch in den Kommentaren interessieren, was haltet ihr von den beiden Status? Ich habe es extra nochmal gesagt, damit ihr euch aufregt. Findet ihr das eine gute Idee? Findet ihr das eine schlechte Idee? Für die Main Games, würdet ihr das gerne haben oder würdet ihr das nicht gerne haben? Ich würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Lasst auch gerne ein Abo da. Wie gesagt, ihr könnt es jetzt wieder sehen. Von dem her sind bald bei den 13.100. Wäre nicht cool, wenn wir die bald haben. Von dem her wünsche ich euch jetzt aber noch einen wunderschönen Tag.
und man sieht sich beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.